Leute, heute wird es ziemlich crazy. Denn Ladies and Gentlemen, Russig Pupsig wird heute Autos upgraden. Aber nicht irgendwelche Autos. Das schlechteste, langsamste Auto, Leute, zum Gottauto. Oder den kleinsten, schwächsten, langsamsten Panzer der Welt zum krassesten Panzer. Und es wird noch besser, Leute. Wir gehen auch in die Motorradschiene. Aber das ist unser schlechtestes Motorrad. Ist es überhaupt ein Motorrad, Leute? Ich weiß es nicht, aber das wird auch ein Gott-Motorrad. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Autos von Null auf Level Gott mache, dann schaut auf jeden Fall das Video an. Lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Auto davon euch am meisten gefallen hat. Let's go! Wollt ihr jetzt mit mir Autos upgraden? Komm mal, mach mal was. Komm mal, komm, wir wärmen uns erstmal auf. Und wenn ihr das Ganze feiert, Leute, dann lasst erstmal ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute. Ey, ja, okay, da reicht. Hallo, ja, okay, ich geh, alles gut. Hey, hallo, ja, hallo, okay, ja, reicht jetzt, Leute. Wir haben hier die krassesten Autos, die es auf diesem Planeten gibt. Ihr seht es selber, Leute, aber wir werden kein einziges davon. Hallo, jetzt reicht's mir, Leute. Also manchmal muss man auch einfach mal hier, zack, oder was denn? Und du, mach mal Abflug, ja, raus hier. So. Wir werden nämlich heute das kleinste, schlechteste Auto upgraden, Leute. Und ihr denkt nicht, ihr kriegt, welches davon ist es. Nein, es ist keins von denen hier, Leute. Wir werden keins davon nehmen, sondern ihr kriegt die Upgrade-Episode. Unser heutiger Starter ist ein kleiner Monster-Truck, Leute. Ja, und ihr fragt euch jetzt sicherlich, hey, Russig, wie willst du dieses Ding upgraden? Erstmal steigen wir ein und fahren, Leute, heute, jedes Mal, wenn wir es schaffen, einen Standpunkt zu sammeln, wird unser Auto geupgradet. Und dafür werden wir auf diesen riesen Park gehen, Leute. Und deswegen fahre ich jetzt kurz hier durch und dann geht's los. Leute, wir wurden jetzt herteleportiert und hier ist der Stuntpark, Leute. Wir müssen hier viele verschiedene Herausforderungen machen, damit wir es schaffen zu upgraden. Und ich versuche jetzt mal erstmal den ersten Upgrade-Point zu machen, indem ich mit diesem kleinen Mini-Truck hier durchfahre und dann ein Freestyle over the deck, over the night, over the night mache. Okay, und jetzt auf, und jetzt schön auf das Start-Ding, auf das Start-File-Ding, auf das Start-File. Hat nicht so ganz geklappt, Leute. Also wären wir da jetzt drauf gelandet, das wäre safe ein Upgrade-Punkt. Aber heute müssen wir auf jeden Fall durch verschiedene Disziplinen, ihr seht das hier, Upgrade-Punkte sammeln. Und jetzt, wie können wir am besten einen Upgrade-Punkt sammeln? Vielleicht mit einem kleinen Stunt am Anfang, Leute. Komm, wir versuchen schon den ersten Stunt direkt. Dann hoffe ich, dass wir einen Upgrade-Punkt bekommen. Alter! Das hat immer noch nicht gereicht für einen Upgrade-Punkt, Leute. Ihr habt gesehen, das war heftig. Also, das war übelst heftig. Wir haben mit diesem kleinen Mini-Trucky das geschafft, da durchzukommen, Leute. Okay, scheinbar brauchen wir noch irgendwas, Leute. Und wenn wir den Upgrade-Punkt haben, kriegen wir unser nächstes Upgrade, Freunde. So, was könnten wir machen? Vielleicht irgendwas Einfaches. Wie zum Beispiel über 20 Zementblöcke, Dinger springen, Auto springen. Kein Problem für mich. Kein Problem, Baby. Kein Problem, da sehe ich mich, Leute. Schnallt euch an. Wenn wir das schaffen, dann glaube ich, kriegen wir unseren Upgrade-Punkt und kriegen das nächste Fahrzeug freigeschaltet, Leute. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. Jetzt versteht ihr, dass es nicht so einfach ist, Leute. Okay, wo könnten wir noch einen Upgrade-Punkt sammeln, Leute? Es gibt so viele Sachen. Hey, das ist zu krank, Freunde. Aber wir werden auf jeden Fall vieles machen können, aber vieles auch nicht, Leute. Viel zu viel. So, was ist unsere Möglichkeit? Komm, wir versuchen mal, da hochzukommen. Das wäre safe ein Punkt für uns, Leute. Also, wenn wir das schaffen, kriegen wir einen Upgrade-Punkt. Na, er ist einfach zu schwach. Er ist einfach zu schwach, aber... Ja, okay. Ihr seht es, die meisten Parcours sind einfach noch nicht geeignet, also machen wir was Einfaches. Hier haben wir eine kleine Rampe, wo wir über ein paar Flugzeug, Frachtergegenstände springen müssen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen mit diesem kleinen Ding, dann kriegen wir auch ein Upgrade, Leute. Also dann wird es auch höchste Sense. Okay, Leute, dieser Mini-Stunt, den schaffen wir doch jetzt, oder? Okay, komm, let's go. Komm, das ist nur ein kleiner Mini-Stunt, Ja! Boom! Habt ihr das gesehen, Leute? Ein Upgrade-Punkt kam. Und um dieses Upgrade zu aktivieren, müssen wir zum Upgrader, Leute. Und ich zeige ihn euch jetzt, Leute. Wir fahren kurz zum Upgrader. Dann kriegen wir unser Upgrade. Und das ist, wir müssen eigentlich nur durch diesen Atomic-Reifen durchfahren, Leute. Und dann ist alles in Ordnung, Freunde. So, hier ist es. Das ist unser Upgrade-Reifen, Atomic. So, seid ihr bereit fürs Upgrade? Okay, Leute, wir fahren jetzt durch.
Wow, Leute, guckt das euch an. Wir haben unser Auto geupgradet. Entschuldigung, aus Versehen. Und wir haben jetzt so ein Minicard, Leute. Es ist auf jeden Fall jetzt deutlich besser als dieser Monster Truck. Aber es ist noch kein Auto, Leute. Und wir versuchen, die nächste Upgrade-Sache zu machen, Freunde. Also, wie gesagt, ihr habt gesehen, wir müssen einfach so lange Stunts machen, bis wir einen Upgrade-Punkt bekommen und dann upgraden können, Leute. Und heute werden wir das krasseste Auto upgraden, was es überhaupt gibt. Wohin fahre ich jetzt? Fahren wir einfach mal rechts lang, Leute. Bestimmt kriegen wir gleich ein dickes Upgrade oder so. So, hier durch. Und Leute, wenn euch das Ganze gefällt, dann schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche Autos wir upgraden sollen. Sollen wir vielleicht, keine Ahnung, vom schlechtesten Mercedes zum besten Mercedes durch diese Stunt-Upgrades durchkommen? Ja, vielleicht habt ihr Bock auf sowas. Aber jetzt erstmal, warte mal, was ist hier? Ein Jump! Okay, geschafft, Leute. Geschafft. Und guck mal diese Mega-Rampe an, Leute. Die Mega-Rampe des Grauens. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall drauf, wenn wir das krasseste Fahrzeug freigeschaltet haben. Oder eins der krassesten. Oder vielleicht müssen wir mit dieser Mega-Rampe das krasseste Fahrzeug freischalten, Leute. Ey, das ist zu krank, Leute. Wie kriegen wir Upgrade-Punkte? Wo gehen wir jetzt hin? Okay, da sieht's nach Stunt aus. Okay, schnallt euch an, Leute. Uah, für Upgrade! Verdammte Axt, ich bin hängen geblieben, als ob jetzt mein Auto wirklich nicht geeignet ist für diesen Stunt und ich dadurch nicht den Upgrade-Punkt bekommen kann, Leute. Das wäre echt jetzt miserabel. Komm schon, bitte. Bitte, geh durch. Ja, okay. Wow. Okay, das ist krass, bitte nochmal landen, boah, mit sanfter Landung, Leute, aber wir haben immer noch nicht unseren Upgrade-Punkt bekommen, ich sag euch ehrlich, ich weiß, wie wir den bekommen, da oben, Leute, da oben sitzt doch, über Flugzeug springen wäre auch cool gewesen, hier, vielleicht über diesen Büsche, vielleicht bringt das unser Upgrade-Punkt, wow, zwischen den Bäumen durch, aber hat uns nicht einen Upgrade-Punkt gebracht, Leute. Ich gehe mal hier nach oben auf diese rote Rampe, Leute. Ich habe eine kleine Idee. Leute, ich bin oben angekommen und was ist das für eine Upgrade-Möglichkeit? Und zwar sind ganz unten Kegel, seht ihr die? Seht ihr die Kegel? Und hier ist eine Bowlingkugel. Wir müssen bowlen, Leute. Und wenn wir es schaffen, die Kegel umzuschmeißen, dann werden wir safe ein Upgrade bekommen. Also let's go, Leute. Let's go. Und... Upgrade. Wartet mal, die geht ein bisschen schräg. Okay. Oh, bitte alle. Strike für die Upgrade-Bonus-Punkte. Komm schon, Yogi. Oh, das war ja nichts. Doch, alle fallen um. Das ist ein Strike. Okay, und jetzt kriegen wir jetzt ein Upgrade. Leute, ich glaube... Oh, wir müssen noch den Jump zu Ende bringen. Wow, und jetzt? Okay, es kam, Leute. Wir haben wieder einen Upgrade-Punkt bekommen, Leute. Wir mussten dafür einen Strike machen, alles drum und dran. Aber jetzt fahren wir wieder durch das Upgrade. Ups. Okay, Leute, wir fahren jetzt durch den Upgrade-Kreisel und dann wird es Zeit fürs nächste Auto. Hallo? Ich muss durch den Upgrade-Kreisel. Das kann nicht sein, dass ich jetzt nicht hier hochkomme. Oh nein! 2 Stunden später. Okay, Leute, ich hab's irgendwie nach oben geschafft. Auf jeden Fall jetzt durchfahren. Let's go! Boah, Leute, guck. Na, was ist das denn? Ich hab ein Upgrade erwartet, aber wenigstens haben wir jetzt ein Auto und unser Go-Kart weggemacht, Leute. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, das nächste Upgrade zu holen. Vielleicht mit einem Mega-Jump, Leute. Ja, Mann, wir gehen da nach oben, let's go. Okay, Leute, wir sind ganz oben, Leute. Guckt euch diesen Stuntpark an. Vielleicht mit der Mega-Jump-Rampe des Grounds mit diesem Drecksauto schaffen wir es dann, unser Auto zu upgraden, Leute. Es ist Zeit für ein dickes Upgrade. Schöne Landung oder so. Oh. Es geht. Aber ich habe noch kein Upgrade bekommen, Leute. Aber wir müssen irgendwas einfach uns wagen, Leute, damit. Vielleicht der Jump durch diesen Reifen und dann... Ja, ich weiß nicht, Leute. Der Jump durch den Reifen, das ist es, Leute. Der Jumper durch den Upgrade. Okay, auf die Zielscheibe landen.
auf die Zielscheibe bleiben. Das ist das Upgrade. Das ist das Upgrade. Das ist das Upgrade. Ja! Wir haben unseren nächsten Upgrade-Punkt bekommen, indem wir durch die Zielscheibe oder auf die Zielscheibe gelandet sind. Puh, nice try, Leute. Und let's go zum Upgrader. Okay, Leute, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Ich bin gespannt auf das nächste Upgrade. Wow, was ist das denn? Okay, wir sind auf jeden Fall weg von der Schrottkiste. Rein in eine wenigstens neuere Kiste, aber es ist immer noch Schrott, Leute. Ich sag euch ehrlich, aber ey, wir haben es ganz gut geupgradet bekommen. So, was ist denn das hier zum Beispiel? Zack, einmal hier rein. Hallo? Oh, Moinsen. Oh nein, wir sind jetzt im Kreisel gefangen, Leute. Okay, wir müssen scheinbar hier rauskommen, Leute. Mit einem kleinen Wallride. Wallride, Wallride. Schön nach oben, schön nach oben, schön nach oben. Okay, wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut. Und jetzt kommt es. Jetzt ziehen wir gleich raus. Jetzt ziehen wir gleich raus für den Stunt. Und jetzt raus. Whee! Und jetzt irgendwie krass landen. Ah. Oh, war cool, aber hat nicht gereicht, Leute, hat leider noch nicht gereicht für ein Upgrade, Leute. Wir müssen uns noch einen Upgrade-Punkt verdienen in unserem Stuntpark. Okay, let's go auf die Mega-Rampe. Let's go. Oh, ich dachte, ich kann hier durchfahren, aber scheinbar ist hier ein kleiner Cutter. Okay, dann müssen wir mal wieder hier durchfahren. Guck mal, es bringt nichts, wenn wir durch den Upgrader fahren ohne Upgrade-Punkt. Dann passiert einfach nichts, Leute. Wir müssen uns einen nächsten Stunt aussuchen, wie zum Beispiel, was ist das denn eigentlich, von hier auf die Wand? Oder wie? Ah, nein. Ein Wallride nach oben, Leute. Das ist es. Also, wenn wir sowas schaffen, safe Upgrade. Ich sag euch, wie es ist. Safe. Okay, Leute. Es wird hart, es ist schwer, aber ich versuch's. Okay. Nein, das Auto ist zu langsam. Das Auto hat keine Power, Leute. Wir versuchen den Zementjumper, Leute. Und wir fahren jetzt mal die Kegel hier weg. Batz! Oh. Die gehen gar nicht weg. Ja, super, dann jumpaliert ein bisschen. Okay, Leute, über 10 Lastwagen springen, Leute. Das könnte ein Upgrade-Punkt werden. Leute, wir haben es einfach nicht geschafft, da drüber zu springen. Ich glaube, ein bisschen mehr Anlauf hätten wir es vielleicht geschafft. Aber ihr seht es, es ist nicht ohne. Es ist einfach nicht ohne. Und wir werden es jetzt nochmal tryen. Leute. Alles oder nichts. Weil ich will unbedingt diesen Upgrade hier einmal so ein kleiner Wallride. But okay, Leute, wir müssen den Upgrade-Punkt schaffen. Wir schaffen ihn, wenn wir das drüber schaffen, Leute. Wir werden den Upgrade-Punkt schaffen, wenn wir da drüber kommen. Und... ja! Okay, und jetzt, was heißt das? Noch Wandtuch. Nein, aber Leute, wir haben den Upgrade-Punkt bekommen, Leute. Oh mein Gott, wir fahren kurz upgraden. So, Leute, rein durch den Upgrade! Oh, wow, was, Leute? Wir haben... Entschuldigung. Wir haben unseren ersten Sportwagen bekommen. Es ist zwar ein Oldtimer-Sportwagen, aber es ist ein Rari. Und ich glaube, wir können damit auf jeden Fall schon deutlich mehr schaffen. Wir haben viele Sachen noch nicht geschafft, weil unsere Autos bis jetzt zu langsam waren, Leute. Und deswegen wird es Zeit für ein Monster. Monster Jump oder so, Leute. Oh nein. Hallo? Okay. Alles gut, Leute. Wir fahren mal hier nach oben. Guckt euch mal. Ich glaube, wir müssen diese Monsterröhre da hochfahren, Leute. Das ist, glaube ich, der Wallride gewesen oder so. Desto krasser die Sachen, desto mehr Punkte geben die Leute. So. Was kann ich mir denn machen? Okay, ich glaube, wir gehen den blauen Wallride machen, Leute. Der blaue Wallride ist es, Leute. Aber erstmal machen wir einen Jumper. Boom! Oh ne. Wow! Gut gefangen. Leider war das keine Möglichkeit für Upgrade-Punkt. Aber wir gehen kurz zu deinem blauen Rampe. Leute, ich weiß nicht, ob der Rory stark genug ist. Ob er genug Power hat, um da hochzukommen. Leute, wir versuchen es. Nochmal. Okay, Leute. Nächster Versuch. Ich sag euch ehrlich, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auf jeden Fall direkt den Upgrade-Punkt. Keine Chance mit dem Rari, Leute. Keine Chance. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen, Leute. Wir müssen auf eine andere Strecke gehen und einen anderen Stunt machen. Vielleicht hier hinten. Oh, über Flugzeuge jumpen, Leute. Über Flugzeuge jumpen, das ist wichtig. Ein kleiner Flugzeugjumper, Leute, für Upgrade. Upgrade. Wow. Okay. Hat leider noch nicht gereicht für ein Upgrade. Aber hier. Die Höhle. Wow.
der hat so eine schlechte Lenkung, ich sag euch ehrlich. Aber vielleicht, wenn wir durch den Tunnel des Verderbens kommen, Leute. Okay, das könnte ein Upgrade werden. Okay, timen und let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, knappes Ding. Wow, knappes Ding. Und jetzt? Und jetzt? Was passiert jetzt? Okay. Das war's. Wir haben kein Upgrade bekommen. Aber wir sind so kurz davor, Leute. Ich glaube, mit dem nächsten kleinsten Stunt würden wir ein Upgrade machen, Leute. Mal gucken, ob hier noch ein Upgrade kommt gleich. Und vielleicht ein Stunt oder so. Wir brauchen jetzt... Oh nein, oh nein, oh nein. Leute, ich spüre es. Uns fehlt vielleicht nur noch so ein bisschen. Wir brauchen nur noch einen klitzekleinen... Ja, wie wär's mit so einem kleinen Jump-to-Jump-Stunt? Und perfekte Landung. Und Upgrade-Punkt ist da, Leute. Nice, wir können das nächste Auto upgraden, Leute. Wow, baby, baby, baby. Okay, Leute, jetzt immer krasser und krasser. Let's go durch den Upgrader. Upgrade. Boah, was, Alter? Wir haben ein GTR bekommen oder so. Einen fetten Benz, Alter. Okay, der hat Power. Der hat Power. Der ist krass. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal was Nices bekommen, Leute. Sehr wichtig und richtig. Hier sind ein paar Flugzeugschäden. So, was können wir jetzt? Wir müssen als nächstes irgendwas... Sollen wir jetzt den Wallride schaffen? Also, wenn wir jetzt den Wallride schaffen... Das wäre safe der Upgrade-Punkt, Leute. Ich sag euch ehrlich, dieser Wallride ist... Man merkt schon, da ist... Da braucht man so ein krankes Auto für. Wird so viele Punkte geben, wenn man da hochkommt, Leute. Oh, Mann! Leute, aber ich habe das Gefühl, der Benz könnte es schaffen. Der Benz könnte es schaffen. Der hat richtig, richtig dicke Power. Aber der hat nicht so einen Grip gehabt, Leute. Okay, jetzt komm, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Noch ein Versuch. Nein! Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall noch nicht bereit für dieses Monster-Ding. Aber ich suche uns mal die nächste Rampe. Leute, wir sind auf die nächste Rampe gekommen, Leute. Und ich glaube, wenn wir die schaffen, könnten wir ein richtig dickes Upgrade besorgen. Wow, Wallride, Wallride, Wallride. Landung, 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 kleiner Beyblade. Alles zum Plan, alles zum Plan. Hier ist ein Fußballtor. Jetzt müssen wir noch ein Tor schießen, Leute. Ganz viele Aufgaben, ganz viele Aufgaben. Und was ein Schuss. Was ein Schuss. Geht da rein, geht da rein, geht da rein. Ja, Gol, 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 Gol. Und jetzt, um den Upgrade perfekt zu machen, Freunde, noch den Jump, den Jump, den Jump, den Jump, den Jump, den Jump. Und jetzt gute Landung oder so, gute Landung oder so, gute Landung, gute Landung. Auto fangen, Auto fangen, Auto fangen, Auto fangen. Bam! Ja! Wir haben unser nächstes Upgrade freigeschaltet, Leute. Wir gehen das Auto upgraden. Let's go, let's go, let's go. So, Leute, der nächste Upgrade. Wow, Leute, was ist denn das für ein geiler Lamborghini jetzt? Okay, wir sind schon bei den Lambos angekommen, Leute. Es wird Zeit für die großen Strecken. Also, wenn wir jetzt nicht fette Strecken schaffen, dann weiß ich auch nicht, Leute. Wir haben einen dicken, dicken, dicken Lamborghini. Ich fahre jetzt kurz nach oben. Leute, Leute, wir sind auf jeden Fall oben angekommen. Und ich glaube, wir müssen einen Zeppelin-Jump machen, Leute. Ich glaube, wir müssen einen Zeppelin-Jump machen. Wir müssen es schaffen, über einen Zeppelin zu jumpen oder so. Oder in das Zeppelin reinzuknallen. Let's go! Okay, über das Zeppelin drüber. Und jetzt schön auf der Fläche hier landen. Schön auf der Fläche hier landen, Leute. Wow, 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 wow. Wow, Upgrade! Instant, weil wir über das Zeppelin drüber gesprungen sind. Auf geht's zum Upgrader. Okay, Leute, ich bin sehr gespannt, was das nächste Fahrzeug ist. Und Upgrade! Wow, wir haben einen neuen Lamborghini bekommen, aber der ist diesmal viel krasser und schneller und optisch. Guck mal, wie zu Heck und Ding. Alter Falter Verwalter, was ist das denn für ein schönes Auto, Leute? Ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, es ist Zeit, mit diesem dicken Lamborghini auf die Mega-Rampe zu gehen und den letzten Upgrade-Punkt zu holen, Leute. Weil ich glaube, wenn wir diese Mega-Rampe da schaffen, runter zu jumpen, dann ist es Feierabend. Dann ist Feierabend für heute, Leute. Also auf geht's dahin. Okay, Leute, wir sind oben angekommen, aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht diese Mega-Rampe mit dem letzten Auto fahren sollen oder jetzt zum Beispiel das freischalten, indem wir hier lang fahren, Freunde. Was ist hier? Guck mal, Leute, ich glaube, wir fahren mal hier lang. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Wir fahren einfach mal hier lang, Leute. Ganz entspannt. Wir versuchen, den Upgrade-Punkt zu holen. Wir versuchen, den Upgrade-Punkt zu holen. Wir versuchen, den Upgrade-Punkt zu holen. Nein, 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 nein. Locker flockig bleiben. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wow. Wow. Ach du heiliger Bimbam. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Leute, wir waren gerade komplett unten auf dem Boden, aber ich habe es wieder hoch geschafft und jetzt hier Upgrade-Punkt holen. Oh, doch nicht. Okay, Leute, nächster Versuch. Nächster Versuch. Wir müssen diesen Upgrade-Punkt uns verdienen.
bam, durch das Zielding. Okay, wir haben den nächsten Checkpoint wenigstens. Okay, ich glaube, wenn wir da durchkommen, dann haben wir das finale Upgrade. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Okay, hier einmal durch. Oh nein, oh nein. Und wieder ein kleiner Wallrighty. Kleiner Wallrighty. Kleiner Wallrighty. Und wieder easy geschafft, Leute. Wow. Okay, wir haben es durch. Wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch. Okay, Leute. Okay, es ist jetzt Zeit für den dicken Upgrade. Es ist jetzt Zeit für den dicken Upgrade. Okay, Galaxy, Galaxy. Okay, da ist wieder ein Fußball. Muss den schießen. Wir schießen den einfach mal. Bart. Wow, wow, wow. Alter, das ist nicht ohne, Leute. Aber ich glaube, wir schaffen es auch so, weil der Lambo ist schnell. Bart. Und jetzt, Leute. Komm, bitte reich für Upgrade. Bitte reich für Upgrade. Bitte reich für Upgrade. Bitte reich für Upgrade. Looping! Und Abfahrt! Let's go zum Upgrade da! Bitte reich, bitte reich, bitte reich, bitte reich, bitte reich, bitte reich! Da, da, da! Wow, 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 wow. Also wir haben bis jetzt echt krasse Stunts gemacht, jetzt noch die perfekte Landung, die perfekte Landung! Halte das Auto flach, halte das Auto flach, halte das Auto flach! Oh! Upgrade-Punkt, Leute! Auf geht's zum Upgrader! Leute, das finale letzte Upgrade! Boah, was? Wir haben den Galaxy Lamborghini bekommen, Leute! Oh mein Gott, wie krank ist der denn? Es wird Zeit für die Mega-Rampe. Es wird Zeit für das Finale mit der Mega-Rampe, Leute. Let's go! Okay, Leute, der Lambo, der finale Lambo, der finale Rampenboy, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Wir testen jetzt diesen Lamborghini, wie schnell er fahren kann, Leute. Ihr seht es unten rechts, 400 km/h. Das ist einfach ein Cheater-Hacker-Auto, Leute, des Grauens. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wir hätten auch hier noch Stunts machen können, um Upgrade-Punkte zu sammeln. Aber das können wir ja in der nächsten Episode machen, wenn wir wieder was upgraden, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein dickes Like da. Oh nein, oh nein, oh nein, oh, oh nein. Das war ja kacke. Leute, ich bin jetzt nochmal bis zu diesem Punkt gefahren, bis zu diesem Punkt, damit wir das wieder alles gut machen. Bitte nicht hängen bleiben. Ja, let's go. Oh nein, oh nein. Denkt ihr das, was ich denke? Wir werden jetzt gleich das Auto kaputt machen, weil es in Wasser landet. Oh no. Nein, Leute, ich werde es kaputt machen. Oh no. Das ist ein Galaxy Lamborghini, der auf Wasser schwimmen kann. Hallo, ja, hier. Wer bist danke. Du denn? Ich bin der Mechaniker. Ich wurde engagiert wegen der Reparatur am Truck. Davon weiß ich gar nichts, wurde mir nichts gemeldet. Ja, was soll ich denn jetzt machen, ne? Also ich bin jetzt hier, entweder mache ich jetzt meine Arbeit oder ich fahre nach Hause, ist mir auch egal. Check, heute wird ein Mechaniker gefordert, ne, sie beschert mich am Tor. Over Andy. Okay, Leute. Check, check, ich glaube der Mechaniker ist gerade hier. Ja, stimmt das mit der Reparatur? Ja, richtig, wir wollen Panzer-Upgrade, ne, also chill das nicht. Genau, genau, ich bin der Panzer-Upgrade. Okay, ja, gut. Genau, genau, ja. Ja, dann gehen Sie da, dann gehen Sie weiter. Alles klar, ne, lassen Sie dann die Schau kurz auf, ne, ich habe ein großes Gefährt hier. Alla, wow. Okay, Leute, das war ja einfacher als gedacht. Wir müssen uns gerade als Mechaniker ausgeben. Ich muss mich nämlich hier ins Militärgelände reinschleichen, Leute. Und hier ist irgendwie der kleinste, der schwächste Panzer, den es in GTA gibt, Leute. Ich weiß nicht, was uns erwartet, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Ich fahre jetzt einfach mal hier links rein und frag vielleicht... Oh, die stehen hier schon mit Waffen, Leute. Ganz vorsichtig. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, aber es wird... Oh, da kommt noch einer raus. Hey! Ja, yeah, servus! Was soll das? Der Mechaniker! Ja, wie lange haben Sie gebraucht? Meinen Sie mal hin jetzt. Achso, ja. Da hinten, ja, soll ich den... Oh, warte, ich glaube, da ist der kleinste Panzer in GTA. Oh, was ist der Wagen? Aussteigen, der wird hier drin repariert. Alle Werkzeuge sind da. Achso, ja, alles klar. Oh mein Gott, das ist hier ein Gerät, ne? Wow! Leute, guckt euch mal an, das ist der kleinste und schwächste Panzer in GTA. Wir versuchen mal da reinzugehen. Okay, wir sind drinne. Der fährt auf jeden Fall, aber... Ich drück grad Schießtasten, der hat nicht mal Waffen. Oh nein, der ist ja richtig Magerquark. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Yeah. Ja, die Waffenfunktion ist am Panzer nicht viel stabil. Könnten Sie mir eine Kiste... Meinen Sie denn, warum wir sie hingeholt haben? Ja, können Sie mir eine Kiste mit Munition in den Kopf bringen und, ja, damit ich das dann schauen Sie mal in das Fach da rein, da ist so alles drin. Ah, das Fach, alles klar, Leute. Also, wenn der nicht schießen kann, dann müssen wir den ersten Panzer wohl selber upgraden, Leute. Was sollen wir da machen, Leute? Deswegen schön hier das mitnehmen, Leute. Hier die Munitionskiste. So, das ist der kleinste Panzer. Wir gehen da jetzt ran. Und werden jetzt erstmal unser Werkzeug rausholen, Leute. So, und werden den... Oh,
Hoppala. Alles gut, ich hab nur getestet. So. So, Leute, und jetzt fangen wir an, hier zu basteln. Und jetzt, Leute, let's go. Bam, Leute, guckt es euch an. Ich musste den ganzen Kopf abschrauben, weil diese Miniguns waren kaputt, Leute. Und hab jetzt da so einen kleinen, ja, Kugelkopf gebastelt, wie bei so einem richtigen Panzer, Leute. Wir können ja, da jetzt auch... Herzlichen Glückwunsch, wir haben Level 1 abgeschlossen. Okay. Steigen Sie ein. Die nächste Mission, um ein besseres Waffenupgrade zu kriegen, ist, 5 Soldaten zu töten. Was? Ich muss höchstens... Jake, der Mechaniker ist jetzt da. Wie, der Mechaniker ist da? Ja, richtig, Mechaniker, soll ich durchlassen? Ey, sobald das sich umdreht, Leute. Ganz gut, warten. Ey, sie! Okay, drei haben wir schon, Leute. Bevor ihr das... Und hier, 4, 5. Okay, beide eliminiert. Ich habe alle eliminiert. Okay, ich muss noch mehr eliminieren, nicht, dass sie Verdacht schöpfen. Okay, KI, was passiert jetzt? Upgrade, bitte, Waffensystem, Upgrade. 3, 2, 1. Wow! Was ist das denn? Alter! Glückwunsch, Sie haben Level 2 abgeschlossen. Okay. Um das nächste Upgrade zu erreichen, müssen Sie 5 Militärfahrzeuge in Luft jagen. 5 Militärfahrzeuge müssen wir in die Luft jagen, Leute. Das Ding ist, es ist gerade echt Ruhe. Die haben noch nicht gerafft, dass ich hier ein Eindringling bin, weil ich die früh genug ausgeschaltet habe. Aber wir haben... Bitte mein Mädchen jetzt hier. Okay, Leute, langsam wird's kritisch, Leute. Aber wir haben Stufe 2 Roboter, Leute. SV-002, das ist die Stufe 2. Und ich glaube, der hat auch Waffen. Hat er Waffen? Oha, kurzer Schusstest, Leute. Okay, wir müssen filmen. Wer auch immer gerade am Gelände rumschießt, es ist nicht erlaubt. Stellen Sie sofort das Feuer ein. Okay, Leute, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir müssen jetzt auf jeden Fall aufpassen und langsam vielleicht 5 Fahrzeuge eliminieren vom Militär, ohne dass sie es merken, Leute, am besten. Und, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Oh, nein, da fährt ein anderer Panzer. Den können wir nicht eliminieren, Leute. Ich glaube, dafür ist unsere Stufe noch zu klein. Hier sind ja nur Panzer. Oh, da fährt ein Auto. Oh, warte mal. Hey, wer sind Sie denn? Okay, warte, ich lock den mal raus. Hallo, ich lock den raus. Ich lock den raus, Leute, das ist die geniale Idee. Das ist an. Okay, check, wir haben eine unautorisierte Panzerfahrt. Check. Okay, Leute. Check, bitte einmal ganz kurz hin anhalten und dann kontrollieren, ja? Anhalten und kontrollieren, let's go! Let's go! Öffne das Feuer, ich werd beschossen von eigenen Leute! Wir müssen es zerstören! Oha, was ist das für ein Teil, Leute? Also, ich sag euch ehrlich, die. Alter, was hält das Ding eigentlich aus? Hallo? Muss doch langsam kaputt gehen. Verdammt nochmal, ich brauche Hilfe. An alle Einheiten, wir haben ein unautorisiertes Fahrzeug, was Beschuss auf unsere Einheiten nimmt. Soldaten ausrücken. Okay, Leute, wir haben gerade 5 Sterne bekommen, aber wir müssen noch 5 Fahrzeuge. Oh. Wir müssen mehr Fahrzeuge zerstören. Mehr Fahrzeuge. Leute, ich weiß nicht, ob das zählt, aber... Oh, wartet mal, wir haben Raketen! Ich Idiot, wir haben Raketen die ganze Zeit! Okay, Leute, die nächsten Fahrzeuge werden ausgeschaltet. Bam! So, einfach alles ausschalten langsam hier. Ich hoffe, das zählt auch. Das sind jetzt keine Militärfahrzeuge, aber das sind Fahrzeuge vom Militär, Leute. Vielleicht zählt das also diese normalen Fahrzeuge hier. So, und Bomben! Zack! Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Stück. KI, hallo! System! Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Level 3 bestanden. Ja? Upgrade kommt in 3, 2, 1. Wow! Was ist das denn? Alter, ich hab einen riesigen dicken Panzer. Oha! Aber warte mal. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Level 3 bestanden. Level 4 zu bestehen, müssen Sie 3 Minuten lang im Fort aushalten, ohne zu sterben. Ich muss 3 Minuten lang... Abgeschaltet. Ich kann nicht schießen, Leute, und ich muss hier im Militärgelände durchhalten. Oh mein Gott, ich habe 5 Sterne, aber die blinken gerade, Leute. Alles gut. Ich versuche einfach vielleicht... Okay, nein. Was ist hier los, Leute? Was ist denn hier? Nein, da kommt ein Panzer. Kommt ein Panzer gerade. Nein. Oh, der schießt auf mich. Jetzt. Ich habe keine Chance. Da sind zu viele Panzer. Panzerbataillon ausgefahren. Battle der Panzer! Guck mal, wie stark der Panzer ist! Ich lasse ja an der Panzer selbst hochgehen, Leute! Wow! Was passiert hier? Ich bin auf dem Dach einfach! Die können mir nichts, Leute! Ich bin zwar in irgendeinem Panzer, der nicht schießen kann, aber ich glaube, das ist der stärkste Panzer, den es gibt, Leute! Ich habe schon 2 Panzer eliminiert! Ich lasse sie einfach selber! Das ist wie so ein Schutzschild, Leute! Raketenabwehrgeschütze Bam. Sind bereit! Okay. Oh, die... Ich mach die ganze Panzer von alleine kaputt, Leute.
Oha, wie... Ey, das ist zu krank. Das ist zu krank. Bam! Eliminiert. Guck mal, was ich mit dem Panzer mache, Leute. Was denn, Leute? Ey, wie lange muss ich denn noch überleben? Ich glaube, noch eine Minute oder so. Eine Art Spezialbeschichtung. Spezialbeschichtung habe ich, Leute, die Waffen. Okay, Leute, langsam wird's kritisch hier. Langsam wird's kritisch hier. Aber, ey, der Panzer ist unzerstörbar, Leute. Gebt euch mal diesen Panzer, den wir hier haben. Guck mal, die können mir nichts machen. Ich habe die ganzen Panzer selbst eliminiert. Was denn? Was los? Komm, komm. Wie eine kleine Schutzmauer werde ich dich hops nehmen. Bam! Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt erstmal hier ab. Oder warte, was sagt die KI? KI, wie lange noch? Zeitmission. Wir müssen aus dem Fort entkommen. Ich muss entkommen? Okay, okay, okay. Wir fahren jetzt hier noch raus, Leute. Wow, die wollen es nicht aufgeben, Leute. Eigentlich kann ich ganz entspannt mit diesem Panzer fahren, Leute. Wir müssen in der Zeitzone entkommen. Wir haben noch 10 Sekunden. Was? 10 Sekunden? Helikopter werden eingesetzt. Kampfhelikopter werden eingesetzt. Oh mein Gott, 10 Sekunden. 9. 8. 7. Okay, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Hab das Gelände verlassen. Glückwunsch, Sie haben Level 4 erfolgreich abgeschlossen. Komm. Upgrade kommt in 3, 2, 3, 1. Wow. Wow. Was ist das denn? Ey, der kann nicht schießen. Glückwunsch, nein, er kann und immer die noch nicht. Mission machen, müssen Sie auf das Meer fahren. Auf das Meer fahren, Leute? Wie auf das Meer fahren? Ich habe wieder keine Waffe. Ich drücke, ich schieße. Ich kann nicht schießen, Leute. Okay. Leute, Raketenabwehrsalve wird losgefeuert. Nein, nein, nein. Was für ein Salve wird... Oh, okay, Leute. Oh nein, wir stehen unter Raketenbeschuss. Er hat gesagt, wir sollen ins Meer fahren. Es ist vielleicht die dümmste Idee, aber es ist die einzige Idee. Oh mein Gott, hier ist auch noch ein Helikopter oder so. Aber ich fahre auf dem Wasser, Leute. Das ist einfach ein Wasserpanzer. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Wasser erreicht. Oh mein Gott. Folgt ein Mini-Upgrade. Was? Mini-Upgrade? 3, 1. Oh, wow, was ist das denn? Oh mein Gott. Alter, Leute, können die Teile schießen? Die nächste Mission. Sie müssen 5 Helikopter abschießen. 5? Aber wie... Warte mal. Wie funktioniert das Teil? Das ist gar nicht so einfach, Leute. Ich werde hier verfolgt. Wow, warte mal. Was ist das hier oben? Wow, wow. Okay, ich versuche mal einen Helikopter abzuschießen. Und... Wow! Der erste ist tot, Leute. Okay. Den zweiten vielleicht jetzt... der will abhauen, der will abhauen. Hey, die hauen ab. Wow, ich habe ihn noch erwischt, Leute. Zweiter Helikopter wurde erfolgreich abgeschossen. Ey, aber unsere Sterne sind gerade weggegangen, Leute. Wir müssen wieder 5 Sterne generieren. Aber wie krank ist dieser Panzer, Leute? Er ist erstens getan. Warte, ist doch mal... Warte, ich versuche die mal zu überfahren hier. Oder... Bop! Was denn? Was denn? Raketengeschütz! Attacke! So, jetzt kriege ich wieder Sterne. Ich habe wieder 1 Stern, Leute. Wir müssen wieder 5 Sterne sammeln. Okay, wir haben wieder 5 Sterne. Wir haben wieder 5 Sterne. Wow! Wow! Was ist das für ein Heli? Wow. Okay, der hält was aus, glaube ich. Wir versuchen es mal. Oh, ich krieg den nicht down. Okay, der ist stark, der ist stark. Oh, oh. Okay, ich glaube, das war der dritte Helikopter, Leute. Da vorne ist noch ein Militärhelikopter. Okay, ich weiß nicht, ob der abstürzt oder nicht, Leute. Wir müssen wieder Helikopter jagen gehen, Leute. Wir müssen Kampfjets einsetzen. Kampfjets? Als ob es noch Kampfjets gibt. Oh, Feuer auf den Helikopter vor uns. Oh, den treffen. Ja. Yeah. Okay, das ist jetzt der vierte. Das ist jetzt der vierte. Oh, da ist ein Kampfjet. Okay, vor uns ist ein Kampfjet, Leute. Der fliegt da rum. Oh. Wo ist der Jet? Wo ist der Jet? Wo ist der Jet? Wo ist er? Warte, wir versuchen, den wegzusnipen, Leute. Das ist unser Ziel. Wir versuchen, als Finale den Jet zu holen. Wow, Leute, die barrikadieren hier komplett. Weg mit dem. Weg mit dem. Kampfjet. Kampfjet, wo ist der Kampfjet? Wo ist der Kampfjet, hä? Ich brauche noch einen. Gesichtet. Oh, vor uns, Schussfreigabe erteilt. Versuche ihn. Warte, der ist vorbei, der ist vorbei. Ich hole mir. Ich hole mir, Leute. Wer will? Oh mein Gott, er schießt zurück. Er ist sehr, sehr stark. Muss Ausweichmanöver. Oh, wir kriegen den gleich. Komm schon. Nein, der ist echt flink, Mann. Okay, Leute, wir müssen ziehen. Der muss ein bisschen näher kommen. Na, komm schon. Ja, erwischt. Wurde getroffen. Oh nein, wir brennen. KI, mein Fahrzeug brennt. Hilfe, KI, wo bist du? Ich hab 5. Fahrzeugreparierung eingeleitet. Fahrzeugreparierung eingeleitet? Okay, aber wir brauchen ein Upgrade. Kommt in 3, 2, 1, let's go! Wow, was ist das denn, Leute? Ich bin irgendwie ein riesiger LKW. KI, was ist das? Neue Mission. Neue Mission. Wir müssen die Waffenlieferung zum vereinbarten Standort bringen.
Navigationsdaten werden eingetragen. Was? Okay, Leute, wir haben irgendwie den Standort bekommen. 8 Kilometer weit weg. Die Polizei und das Militär ist hinter uns her, Leute. Das ist auf jeden Fall hier ein bisschen viel. Wow! Nein, was ist das denn für ein Monster-LKW? Und wir haben... Alter, wir fahren über alles drüber und es explodiert, Leute. Alter, das ist... Ah, okay, ich sag gar nichts mehr. Ich dachte, wir sind in einem schwachen Fahrzeug drin, Leute. Wir haben zwar keine Waffen, Leute, aber wir sind eine Waffe, Leute. Gebt euch mal diesen LKW mit den Raketenladungen. Ich weiß nicht, was passiert, Leute, aber ich glaube, wenn wir die Raketenladung sicher an den Standpunkt bringen, kriegen wir das nächste Upgrade, Leute. Und dann wird es nur noch kranker und kranker und kranker. Aber Leute, wir müssen erstmal entkommen. Wow, was ist denn hier los, Alter? Ich krieg den gar nicht. Weg mit dir! Was? Hauptbomben werden dran gemacht? Alter, was passiert hier? Ich krieg die nicht kaputt, Leute. Die haben irgendwelche Special Lambos. Wow! Okay, Leute. Meine Reifen! Wow! Meine Reifen! Nein. KI, was soll ich tun? Oh, meine Reifen gehen kaputt. Flüchten Sie. Ich muss flüchten. Oh, meine Reifen gehen gerade kaputt, Leute. Das ist irgendein Special Service, der schafft mich aufzuhalten, Leute. Aber das Ding ist, der LKW fährt immer noch weiter. Vielleicht sind seine Reifen kaputt. Lass uns die Rope Gun einsetzen, dann können wir ihn abschleppen. Nein, was ist denn jetzt los, Leute? Was ist das für ein Special Service? Das kenne ich gar nicht in GTA. Leute, wir müssen jetzt erstmal von dieser Polizei wegkommen. Nein, ich glaube, wir haben Schwierigkeiten. Wir müssen raus. Nein, ich versuche mich abzuschleppen. Wow! Wow, was ist das? Hab ihn angeheftet. Die haben mich angeheftet. Was passiert hier? Herr KI! KI, Hilfe! Nein. Wir müssen es schaffen, die Luft zu werden. Ich geb Gas, es geht nicht. Wir haben ihn. Wir bringen ihn zurück zur Militärbasis. KI, bitte. Geben Sie auf. KI, was soll ich tun? KI, Hilfe! Ich wiederhole. Wir müssen es schaffen, die schwarzen Lambos zu eliminieren. Wie? Ich habe keine Waffen, nichts. Alter, die schleppt mich ab, Leute. Was geht hier? Was passiert hier? Lassen Sie sich abschleppen und eliminieren Sie manuell. Ich habe keine Waffen, KI. Ich habe keine Waffen. Schauen Sie ins Handschuhfach rein. Dort befinden sich Waffen. Handschuhfach, was? Hilfe, ich häng fest, er steht auf mir, ich kann den Druck nicht mehr lange aushalten, Hilfe. Warte mal, ich hab hier Waffen gefunden. Lambo Team 2, Hilfe. Ich hab Haftbomben, Leute, ich hab Haftbomben platziert, ich versuche mit den Haftbomben das Seil jetzt kaputt zu machen, Leute, das Seil. 3, 2, 1, let's go! Er hat das Seil gelöst. Oh mein Gott, ich hab das Seil gelöst, Leute. Wieder neu anheften. Okay, wir müssen jetzt erstmal wegkommen wieder, Leute. Okay, die haben mich wieder angeheftet. Wir haben ihn. Okay, ich tue jetzt einfach aussteigen. Ich tue aussteigen mit Hände hoch. Wow, ich ergebe mich. Ausgestiegen. Nicht schießen. Sofort ergeben. Los, Hände hoch. Nee. Los, an die Wand drin. Nicht schießen. Rücken zu uns. Hallo, nicht schießen, bitte nicht schießen. Zeig uns die Hände. Ich hab nichts. Oh, sehr gut. Leute, meine ganzen Reifen sind kaputt, aber ich habe das Lambo-Einsatzteam eliminiert, Freunde. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Mission geschafft. Sie haben die schwarze Lambo-Team ausgeschaltet. Bonus-Upgrade. Bonus-Upgrade, was? Bonus? 3, 2, 1, let's go! Wow, was ist denn jetzt passiert? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Spezialfähigkeit freigeschaltet. Lambo-Geschwindigkeit aktiviert. Lambo-Geschwindigkeit, Leute, Alter, guck mal, wie schnell ich bin. Alter, ich bin gerade der schnellste Panzer, den es gibt. Wow! Alter, das ist schon zu schnell. Okay. Neue Mission. Was? Befinden Sie sich zum Ort des Militärs. In der Garage, in der erste Panzer gebaut wurde, befindet sich eine Nuklearwaffe. Beseitigen Sie diese für das nächste Upgrade. Ich muss die Nuklearwaffe vom Militärgelände beseitigen, Leute. Ich habe absolut keine Sterne und ich habe den schnellsten Panzer in GTA, Leute. Gebt euch das mal. Alter! Was ist das für ein Gerät? Nein, das ist zu krank. Was ist das hier? Guck mal, wie der immer clean landet, Leute. Wie so eine Katze, die immer geradeaus landet. Ich drehe mich komplett, ich mache Beyblade, Leute. Und der landet immer mit der Nase voraus. Okay, Achtung, vielleicht... Achtung. Ja? Im Fort befinden sich nicht mehr die schwarzen Lambos, sondern ein schwarzer Panzer. Was? Schwarzer Panzer kommt jetzt? Ja, was ist das denn jetzt, Leute? Oh. Dieser Panzer... enthält die Kräfte des Lambos ist mit Geschützen noch bei sehr. Oh mein Gott, Leute, da kommen irgendwelche Special-Vorpanzer, Leute. Wir müssen uns vorbereiten. Aber wir haben den krassesten Panzer. Gebt euch das mal. Ey, der dreht sich immer so richtig
verschickt in die richtige Richtung oder in die falsche. Leute, wir nähern uns dem Militärgelände. Uns erwartet irgendwie. Achtung, Achtung, ein zweiter schwarzer Panzer hat sich eingefunden. Was wollen die machen gegen meinen schnellen Lamborghini-Panzer, hä? Guck mal, wie wir hier auf der Straße bleiben. Okay, Leute. Wir fahren jetzt ins Militärgelände rein. Okay. Let's go. Okay, wir sind drinnen. Wir sind drinnen. Noch sehe ich gar nichts. Okay, normale Panzer. Normale Panzer. Müssen wir eliminieren, Leute. Batz, gar kein Problem für mich. Gar kein Problem für mich. Die zwei schwarzen Panzer fahren aus. Gegner wurde gesichtet. Ich wiederhole, Gegner wurde gesichtet. Okay, ja, dann sollen die mal kommen. Ich will die mal sehen. Wo sind die denn hier? Bam, da, da. Wer ist das? Okay, da kommt noch ein Polizeihelikopter, also ich glaube, der ist mutig. Bam, weg mit dem. So, wir sind mitten drauf, mitten hier. Hä, was ist das denn für einer? Mit seinem privaten Wagen oder was? So, weg mit dem. Oh, warte mal, da ist ein schwarzer Panzer. Okay, okay, okay. Feuer frei, Feuer frei. Alter, was passiert hier? Ich krieg den nicht weg. Alter. Okay, das ist... Nein, da kommt der zweite. Leute, das ist vielleicht doch... Achtung, Achtung, sie haben schon 10% ihres Schilds verloren. Was? Ich krieg die nicht down, ich schieß die ab! Wow! Schwarze Panzer besitzen genauso viel Schild wie sie. Wow, Leute, Manöver, Manöver, Manöver! Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich muss die Nuklearwaffen erstmal eliminieren oder sowas, damit ich das nächste Upgrade bekomme und dann diese schwarzen Panzer eliminiere. Das ist die Idee. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Wow. Okay, okay, bleib. Achtung, Achtung, sie besitzen nur noch 50% ihres Schildes. Nur noch 50%, nein, nur noch 50%. Wenn sie umgehen, wird ihr Panzer zerstört. Oh, 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 Leute, oh, nein, nein, nein. Sie haben nein. Nur noch 10%. Oh, weg damit! Weg! 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 Ein Upgrade kommt in 3, 2, 1, 1%. Wow! Wir haben das letzte Level erreicht. Nun sind sie unzerstörbar. Viel Spaß mit dem Panzer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, ich habe die schwarzen Panzer eliminiert. Leute, was passiert hier? Alle können kommen, kommt doch alle! Leute, ich habe einen Kampfroboter. Ein Kampfroboter ist das letzte Level. Okay, das war's für dich. Ich habe das komplette Militärgelände hops genommen. Nein, nein, er hat einen Kampfroboter. Wir haben keine Chance an alle Militär. Fliehen Sie, fliehen Sie. Was? Die evakuieren das Militär, weil ich einfach zu stark bin? Meine Sterne sind weg? Ich eliminiere wirklich alles? Okay, Leute, das ist, glaube ich, das Ende. KI, bist du doch da? Ich glaube, das war's, oder? Fertig, die redet nicht. Und sie haben das letzte Level geschafft. Nun können sie machen, was sie wollen. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben den stärksten Panzer, aka Kampfroboter, freigeschaltet, Leute. Und haben das ganze Militärgelände hochgejagt. Guck dich das mal an. Brrr. Guck mal da oben, da kommt noch ein Fahrzeug oder was. Kommt noch her. Guck mal, keine. Die fliehen alle. Die wollen gar nicht mehr zu mir, Leute. Okay, Leute, ich würde sagen, das war eine kranke Episode. Ey! War mal Platz, ey, wenn ich hier vorbei bin. Ey, 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 hallo, hallo, oh. Hallo. Was ist denn jetzt hier los, hä? Machen ja. Sie den. Die alte. Na, die alte, alles gut, alles gut. Die alte Person an hier, nein, oder was? Nein, alles gut, das war ein Unfall. Da. Alles gut, tut mitkommen. Mir leid. Mitkommen. Ich nehme sie erstmal auf jetzt hier. Mitkommen, SPD. Leute, ich glaube, wir haben unser erstes Fahrzeug und zwar ein Polizeifahrrad. Fahrräder sind auf jeden Fall keine Motorräder. Ich komme, ja, ich komme. Mitkommen. Ja, ich komme. Leute, wir machen jetzt gleich einen Schwung nach hinten und dann fahren wir weg. Und Schwung nach hinten. Let's go, let's go, let's go. Aufsteigen. Und weg hier. Hey, mein Fahrrad! Mit ja, Fahrrad! Let's go, Leute! Oha, das kann sogar springen, Alter. Guck mal, ich krieg sogar... Leute, let's go! Wir haben auf jeden Fall unser erstes Fahrzeug und ich denke, es ist Zeit, auf jeden Fall das Ganze hochzuhandeln. Wir müssen aber schnell das Polizeifahrrad loswerden, weil ist vielleicht nicht so gut, ein Polizeifahrrad zu haben. Oh Gott, das sind schon Polizei-Monster-Trucks, Leute. Deswegen biegen wir jetzt mal hier ab in vielleicht dieses Kaufgebiet hier, Leute. Hier ist doch so ein kleiner Bazar. Vielleicht können wir das Ganze hier verkaufen. Okay, Leute, wir fahren mal in diese Händlerstraße rein. Wir könnten Sonnenbrille gegen das Fahrrad tauschen. Nee, Sonnenbrillen sind nicht so gut. Naja. Entschuldigung. Warte mal. Das sieht aus wie so ein komisches Ding, um so Touristen zu fahren. Entschuldigung? Ja, bitte. Steht dieses Fahrzeug hier zu Verkauf? Ja, kommt drauf an, wofür, ne?
Also ich könnte Ihnen ein nagelneues Polizeifahrrad anbieten. Es ist nicht von der Polizei, es ist nur in Polizeioptik, weil wenn man auf jeden Fall mit dem Fahrrad fährt, kann man jedes Verbrechen aufhalten. Sehr schnell, mit Extratasche, Getränkehalter, alles drum und dran. Probieren, ja? Ja. Ich will gucken, ne? Dann, ja, dann sind Sie genauso wie die Polizei, so krass. Oh, ich kann mir auf jeden Fall Tank sparen, ne? Ja, genau, Sie können Tank sparen, Sie sind extrem schnell, alles drum und dran. Und ich würde einfach nur diesen Tuk-Tuk nehmen. Ich muss denken, warte. Okay. Okay, super, dann vielen Dank, ne? Mach's gut, so, ich muss ausliefern. Ciao, ciao. Okay, Leute, das Ding ist, wir könnten jetzt auch noch ein bisschen Geld verdienen, weil ich glaube, das können wir so als Freizeitaktivität machen. Ich glaube, da hinten kann einer draufgehen und dann einfach mitfahren, Leute. Oh Gott, ist das Ding langsam. Oh Gott, ich könnte hier die Tuk-Tuk-Statue anbieten, Leute, für $100. Weil wenn ich $100 bekomme und diesen Tuk-Tuk, dann kriege ich bestimmt schon ein Motorrad dafür, Leute. Ich sag euch ehrlich, vielleicht nicht das Beste, aber vielleicht ein besseres, Leute. Wir fahren jetzt erstmal da, wo wir vielleicht jemanden finden könnten, der so eine Attraktion buchen kann. Nämlich zu einem Touristenort, Leute. Der Würfelpark. Okay, Leute, wir sind unterwegs. Wir könnten jetzt eine Tuk-Tuk-Reise anbieten. Warte mal, da vorne winkt einer. Hey, du Blauen! Yo, gucken Sie an. Was los, Supi? Ja, ein Tuk-Tuk. Ich bin mal früher in Thailand damit gefahren. Genau. Verkaufen Sie das? Ich wollte Ihnen eigentlich eine Tuk-Tuk... Ich gebe Ihnen $800. $800? Na gut, okay. Hey, ja, bitteschön. Dankeschön. Oh, endlich wieder arbeiten. Tuk-Tuk! Leute, ich habe $800 bekommen. Oh. Ja. OP, alles gut? Ja, ja. Okay. Leute, das Ding ist, wir haben jetzt $800. Wir haben jetzt das Motorrad gegen Geld gehandelt, aber wir handeln jetzt wieder das Geld gegen Motorrad, Leute. Was kriegt man für ein Motorrad für $800, Leute? Ich bin gespannt. Wir gehen rüber zu einem Motorradladen. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt rüber zum Autohandel bzw. Motorradladen. Ihr seht das hier, Motorsport. Motorräder. Guten Tag, der Herr. Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne ein Motorrad kaufen. Herzlich willkommen bei Motorsport Deluxe, wir verkaufen die besten Motorräder der ganzen Stadt. Zwei Räder, aber Power wie 5. Ja, ja, die sind ja eh nicht so teuer wie Autos. Ich hätte gerne ein Motorrad, was ja, kein Preis, Problem. Wir haben einmal hier, einmal in Everest, ja. Den ganzen kriegen Sie für $4,500. Ja, sehr schlicht gehalten, ja, starker Motor. Ja, aber entschuldigen Sie, dann haben wir hier noch eine Bart, die Randy kostet 25.000, okay, also die Spitzengeschwindigkeiten. Ja. Wir haben auch durch den BMW, haben wir auch am Start, auch ganz, für 35. Ja, aber ganz gut. Ganz kurz, ich habe nur $800, haben Sie auch was dafür? Ach du Heilige, noch so eine Schmalspur. Mein Gott, ich habe keine Rolle mehr im Angebot. Warte, lassen Sie mich überlegen. Ja, ja, geben Sie mir die 800, ich habe draußen ein Motorrad in der Garage, da ein Parkplatz stehen. Warten Sie, fährt das noch? Ja, das fährt noch. Okay, dann geben Sie mir den Schlüssel. Ja, ja, hier, bitteschön. Okay, draußen? Ja, okay. Ey, Leute, wir haben ein Motorrad tatsächlich bekommen für $800. Ich bin echt gespannt, wo es ist jetzt. Leute, ist das mein Motorrad? Das ist ja komplett verrostet. Oh Mann. Egal, Leute, es ist ein Motorrad. Alter, es ist ein fettes Motorrad. Es ist so ein Biker-Motorrad, Leute. Und ich sag euch ganz ehrlich, mir kommt eine gute Idee, Leute. Jeder Motorradfahrer wollte schon mal Biker sein, ich sag euch ehrlich. Deswegen, wenn wir dieses Motorrad, ich weiß ganz genau, wo wir es handeln werden. Wir fahren zum Arcade Center, wo ganz viele Jugendliche sind, mit ihren kleinen Motorrädern, Leute. Let's go, ab geht's dahin. Und zwar, Leute, sind wir hier jetzt beim Pier. Da vorne ist ein Arcade Center. Dort spielen manchmal so Jugendliche und Jugendliche. Ihr wisst ja, Roller ist ab 16, Motorrad ist ab 18, dies, das. Da gibt's schon die ein oder anderen 18-Jährigen mit geilen Maschinen oder, was auch interessant wird, Pocketbikes, Leute. Wow, das ist ein richtiges Motorrad. Guck mal, ich habe auch ein Motorrad. Yo, Mann, Kleiner, das ist... Ich bin der krasseste in meiner Klasse. Yo, Kleiner, das ist doch kein Motorrad, Mann. Das ist ein Pocketbike. Das ist für kleine Kinder. Ja, trotzdem, Mann, das hat Power. Guck mal. Guck mal. Leute, so ein Pocketbike ist auf jeden Fall viel mehr wert. Yo, Mann.
Yeah. Alter, guck dich an, Mann. Du bist groß und stark und fährst so ein kleines, schwaches Ding. Alter, schämst du dich nicht, Mann? Yeah, ich bin gerade 18 erst geworden. Ich muss mich mal umschauen. Ja, aber zu dir passt viel mehr, Mann. Sowas zum Beispiel. Siehst du das fette Teil, Mann? Wow. Du bist aber ein bisschen verrustet. Nein, Mann, das soll so sein. Die sollen sehen, dass du schon lang dabei bist auf den Straßen. Verstehst du? Du bist oldschool, Gang. Das ist eine alte Harley, Mann. Verstehst du? Darf ich mich mal draufsetzen? Na klar, Mann, setz dich drauf. Wie ein Mann. Darf ich mal eine Runde fahren? Nein, warte, bleib stehen, Mann. Entschuldigung. Du darfst damit fahren. Guck mal, das Ding ist, ich helfe dir, Kleiner. Du, ich schenke dir das und werde deins zum Müll bringen, okay? Mein Pocketbike ist mein Geburtstagsgeld. Ich werf's weg, behalte das andere, okay? Okay. Alles klar. Ich bin jetzt Crush! Ja, Mann. Okay. Das ist krass, Leute. Und wir haben ein Pocketbike. Guckt es euch an, wir haben das kleinste Motorrad, Leute. Aber das Ding ist, die Teile, wow, sind schon eine Menge wert. Wow, was war das denn für ein Purzelbäumchen, Leute? Und zwar können wir bestimmt damit schon wieder was hochhandeln. Ein Pocketbike ist selten, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich glaube, die sind sogar ausverkauft. Vielleicht bekommen wir dafür ein besseres Motorrad, Leute. Aber wo finde ich jetzt Motorradfahrer? Ich habe eine gute Idee. Wir fahren hier vorne am Strand entlang. Hier kommen die ein oder andere Motorradfahrer entgegen. Okay, Leute, wenn ich jetzt ein Motorradfahrer werde, wo wäre ich? Warte mal, da vorne ist ein Skatepark, aber vielleicht ist dort auch ein Motorradfahrer oder so, der ein bisschen Stunts macht. Oh, da ist wirklich einer. Da ist einer, wirklich. Guck mal, der macht da gerade Stunts. Mit. Oh, warte mal, ich glaube, das ist sogar das BMW-Motorrad vor dem Laden vorhin. Oh, der ist hingefallen, der Idiot. Ey, yo, Mann, alles gut, Mann. Alter, was siehst du denn? Entspann dich mal, du bist voll hingefallen, Mann. Ja, und das passiert mir manchmal. Ja, aber weißt du, woran es liegt, Mann? Jeppa! Weißt du, woran es liegt, Mann? Guck dir das hier mal an, was ich machen kann hier. Zack, 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 grind, bam. Guck mal hier, zack. Woo! Ja, okay, mit so einem kleinen Motorrad, da würdest du das auch alles besser schaffen. Ja, merkst du selber, es liegt daran, dass du fliegst direkt wieder raus. Ja, hey, mein Motorrad ist zu groß. Bleib mal stehen, Mann. Guck mal, das Ding ist, dein Motorrad ist zu groß, du kannst damit nicht so gut stunzen. Oh, das verliert Öl. Oh, warte, Gott. Ich mach einmal so, so, so und jetzt verliert nichts mehr. Ja, aber das Ding ist, Was denn? Du willst doch der krasseste Stuntmann werden vom Strand, oder? Natürlich willst du das werden. Aber ich glaube, dein Motorrad ist echt nicht geeignet. Komm, wir tauschen. Warte. Aber was ist, wenn du mich abziehst und das gar nicht so krass ist? Ja, fahr selber eine Runde. Nee, weißt du, was wir ausprobieren werden? Was? Hinten gibt es eine Rampe, wer den krasseren Jump macht. Wo hinten? Komm, folg mir. Oh Gott, Leute, den krassesten Jump machen. Siehst du die Rampe da vorne, die linke? Ja. So, ich mache jetzt einen krassen Jump. Wenn du besser machst als ich, dann hast du gewonnen. Und dann tausch ich. Okay, Leute, wir gucken dir mal zu. Und Jump! Aua! Der ist gegen die Wand geflogen. Ich fahr los, Mann! Okay, Leute, Konzentration übers Auto und abprallen und boah, wow! Dein Motorrad ist ja kaputt wieder. Das geht die ganze Zeit kaputt auch. Guck mal, es raucht wieder. Alles gut, ich tausche. Ja, na gut, alles klar, ciao. Leute, das Motorrad ist das vom Laden. 35.000 hat es im Laden gekostet, erinnert ihr euch noch? 35.000 dieses BMW-Motorrad. Boah, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein krasses Fahrzeug. Und das fährt sich eigentlich ganz gut, Leute. Ich weiß gar nicht, wieso er so schlecht war. Wow! Alter, was für Stunts, Leute. Aber wir können das hier im Laden austauschen, jetzt gegen ein anderes, weil das war eines der teuren, Leute. 35.000 ist aber gebraucht. Ich fahre nochmal zum Laden hin und frage, ob er das tauscht, Leute. Let's go. Hey Leute, auf jeden Fall, wir sind jetzt gleich hier beim nächsten Shop da vorne, weil ich wollte zuerst zu einem anderen Motorradhändler gehen, der ist irgendwo hier hinten, Leute. Hey du, Mann! Warte mal. Hinter dir! Ja? Was? Verstehen, Mann. Was coole los, Kiste Mann? Hast du da. Hey, danke, Bro. Ich muss aber weiter. Hast du Lust, ein bisschen was Geld zu verdienen mit dem Motorrad? Wie meinst du das? Ja, komm mal mit. Leute, ein bisschen Geld verdienen mit dem Motorrad klingt doch eigentlich nicht schlecht, könnte man doch eigentlich machen, oder? Ich sag euch ehrlich. Ja. Was nun? Ja, komm mit. Ja. Jetzt verzieh dich. Yo, entspann dich, Mann. Das ist mein neues Motorrad, das habe ich mir 35.000 gekauft. Verzieh dich. Ja. Alter, da hat mir mein Motorrad abgezogen, Leute.
Verdammt. Aber das Ding ist, er ist gerade alleine hier. Ich könnte ihn doch einfach auch... Okay, wir gucken mal, wir beobachten ihn. Da hat mein Motorrad dahingestellt. Du kleiner... Er fackelt's ab, Mann! Verdammt, Mann. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn? Ja, Mann. Ja, Mann, ich komm aus den Shows wieder. Alles klar, kein Ding, Broski. Ja, yo, yo. Ja, ich hab wieder so einen ekelhaft BMW gesehen. Keine Sorge, hab ich platt gemacht. Ja, hau rein. Er fährt nach Sandy Shores, Leute. Ich bin wieder auf Null wegen dem... Warte mal, die Frau hat Angst, weil er gegen das Auto gefahren ist. Entschuldigung, die Dame. Wir fahren rüber zu Sandy Shores, Leute. Ich hole mir mein Auto zurück. Mein Motorrad meine ich. Let's go. Okay, Leute, ich sag euch ehrlich, das werde ich mir nicht gefallen lassen. Ich weiß, dass es auf jeden Fall hier Ärger geben wird, aber ich habe keine Pistole, nichts dabei. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich vielleicht jemanden ausnocke, so... Warte mal, wir können ja einfach mal hier einen überfahren. Oh, ey, Mann, 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 komm, aua, gib mir deine Pistole, gib mir schnapp deine Pistole. Schnappt ihn euch, Jungs, schnappt ihn euch. Okay, Leute, ich hab die Pistole, ich hab die Pistole. Okay, verstecken. Und präzise Schüsse. Okay, verstecken und präziser Schuss. Und präziser Schuss. Und präziser Schuss. Präziser Schuss. Präziser Schuss. Präziser Schuss. Okay, Leute, Konzentration. Oh nein. Meine Munition ist fast leer. Schnappt ihn euch, schnappt ihn euch. Meine Munition ist fast leer, Leute. Rüber, 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 rüber. Wow. Hundi, entspann dich. Wow, 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 wow. Wir müssen abhauen, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen, wir müssen abhauen. Oh, weg mit dir. Okay. So, Entschuldigung, Hundi. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir, weg mit dir. Schnappt ihn euch, Mann. So, Leute, wir haben hier viele Motorräder, aber wo ist meins? Oh, meins, das gibt's ja gar nicht. Aber das ist hier, das ist von dem Boss, Leute. Mit dem Totenkopf. Ich sag euch ehrlich, abhauen hier. Abhauen. Ciao, Leute. Ihr werdet mich niemals bekommen. Ich bin hinter euch. Bam, 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 bam. So macht man das, Leute. Und niemals nehmt ihr mein Motorrad wieder. Bleib stehen, Mann. Wow. Wow, 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 wow. Oh, verdammt, Mann. Verfolgt mich einer. Alter Idiot. Den werde ich sowas von abhängen. So, Leute, wir haben dieses Motorrad von dem Big Boss, Leute. Sehr wichtig, das können wir bestimmt gut traden. Schießt den einmal hier noch hinten. Oder der soll mal hier wegbleiben, Alter. Der kommt hier hinterher. Oh nein, Leute, ich habe ein schlechtes Ding. Und zwar, meine Waffe ist leer, Leute. Meine Pistole ist leer. Verdammt, verdammt. Ja, Mann, warum springt der so hoch an den Bergen? Oh. Bleib stehen, Mann. Steig aus, ich knall dich ab. Leute, es gibt nur eine Möglichkeit, das zu überleben. Übers Wasser springen! Oh, war das... Oh, nein, nein, nein. Oh, oh. Oh, verdammt, Leute. Oh, mein Motorrad geht's noch gut. Ich glaube, dem einen geht's gar nicht gut. Okay, der ist ja im Wasser. Oh, 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 den hat's stark getroffen, Leute. Wir nehmen das Motorrad und fahren weg. Leute, ich glaube, dem einen da hinter uns geht's nicht so gut. Okay, das, wir lassen ihn einfach in der Stimmung weiterleiten, Leute. Wir haben das Big Boss Motorrad. Dafür kriegen wir bestimmt viel Geld, Leute. Das ist auf jeden Fall mehr wert als 35.000. Und ich weiß schon, mit wem ich das handeln kann. Nämlich mit einer anderen Gang, Leute, die einfach den Lost MCs einfach einen auswischen wollen. Deswegen versuchen wir dort irgendwie ein Motorrad gegen das Motorrad zu handeln. Let's go. Okay, Leute, wir sind auf jeden Fall raus auf Sandy Shores. Wir sind jetzt hier. Aber wartet mal, hier ist doch die Villa von den... Ja, Fuente Blanca. Genau, Leute, wir fahren hier rein, Leute. Wir versuchen mal, das auszuhandeln. Auf ganz nett. Nein, verdammt. Die Lost MCs haben ihre Klappe zu halten. Die haben nichts mit dem Deal zu tun. Yo. So, tschüss. Servus. Hey. Wer bist du denn? Ich bin ein guter Mann, der dir ein Angebot machen will. Dann kommst du einfach so auf mein Anwesen. Ja, ich bin von Touren. Sei froh, dass ich dir keine Kugel gegeben habe. Ich bin von Touren, ich bin von Touren. Gott, was kann ich für dich tun? Und zwar, ich habe von dem Lost MC Boss das Motorrad geklaut, weil ich weiß, dass ihr Probleme habt, hat mir Tuan erzählt. Und ich wollte eigentlich nur als Gegenleistung dein Audi-Motorrad hier. Warte mal ganz kurz. Ja. Ist super, glaub mir. Das ist von ihm. Ja? Ja. Leute, das ist einfach das ein Audi Zukunftsmotorrad. Rebel F1. Sieht cool aus, Leute. Ist, glaube ich, auch sehr viel wert, Leute, aber ich glaube... Sieht gut aus an mir, oder? Ja, sieht sehr gut aus, vor allem, wenn man weiß, dass es vom Chef von Lost MCs ist und du ihn damit... Weißt du was, demütigst. Mein Motorrad ist zwar mehr wert, aber ich tausche mit dir. Danke, ciao. Bye.
Oh mein Gott, Leute, hat uns ein Zukunfts-Audi-Motorrad gegeben. Elektro. Oh mein Gott, wie schnell ist das? Oh mein Gott, ist das krass, Leute. Leute, ich glaube, ungelogen, das Motorrad ist, keine Ahnung, 200.000, 300.000, Leute. Also ich würde es jetzt so schätzen, Leute, weil wenn das 35.000 gekostet hat, das ist hier ein bisschen mehr. Bro, das ist ein Zukunfts-One-of-One, glaube ich. Ich habe sowas noch nie gesehen, Leute. Oh mein Gott, was kann das alles? Leute, ich glaube, wir haben hier wirklich mit Abstand eines der krassesten Motorräder schon. Aber, oha, wo können wir das denn gut ausstellen bzw. handeln, Leute? Ich glaube, heute ist so eine Future-Messe. Am Strand, Leute. Wir gehen zum Strand, Leute. Let's go. Okay, Leute, und zwar ist heute hier eine Präsentation von irgendeinem futuristischen Fahrzeug, Leute. Ich weiß nicht, ob es ein Auto ist oder ein Motorrad, aber wir fahren schnell hier rein. Ich glaube, hier vorne sollte es... Meine Freunde, das ist hier der neue BMW. Servus. Liebe Freunde, ganz liebe kurz, Damen und Herren. Ganz kurz, es geht gleich weiter. Sind Sie mal ruhig jetzt hier. Und Sie sind Motorrad, kommen Sie mit. Seien Sie kurz leise. Liebe Leute, heute der One of One Future Audi. Ja, bitte? Da glaube ich Ihnen jetzt mal die Show. Komm mal mit mir. Kannst du den Stab weg machen? Ansonsten muss ich meine Pistole rausholen, Leute. Ich habe zwar keine Munition, aber das weiß ich. Weißt du, was ich meine? Willst du etwa das Battle machen, wer hier schneller schießen kann oder was? Du bist hier in meinem Laden, hast du verstanden, Mann? Ich darf das hier benutzen. Okay, wir machen eine Waffe runter, was willst du? Ha? Du kannst nicht einfach aus meiner Vorstellung kommen, mit deinem One-of-One und meinem One-of-One wegzuhauen. Aber das Ding ist, mein One-of-One ist besser als dein One-of-One. Nein, Mann, nee, die sind gleich gut. Sollen wir einfach die One-of-Ones tauschen? Erziehst du dich dann? Ja. Dann tauschen wir. Okay, Leute, war einfacher als gedacht, aber... Ja, verzieh dich. Jo, ciao. Oh mein Gott, was ist das für ein BMW 101? Alter Falter Verwalter, der sieht ja noch kranker aus, der Idiot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, der ist extrem schnell. Der ist ultra schnell, ultra flink, Leute. Ich fühle mich wie so ein Hai gerade. Oh mein Gott, wie ich hier durchfahre. Zack, zack. Ja, was hallo, Thorn. Ja, hallo, Thorn. Was gehst du zu irgendwelchen Skächern? Du sagst, du kommst von mir. Ja, war ein Unfall. War ein Unfall? Ja. Du bist in Smilespo, weißt du das? Nein, alles gut. Du mit deinem komischen Motorräder, ne? Nein, du und... Weiter, wir sehen uns bitte. Alles klar, ciao. Leute, keine Ahnung, was Thun wieder hat, aber wir haben ein One von BMW, Leute. Ich sag euch ehrlich, Alter, wie krank sieht der aus? Ich glaube, wir haben schon das krasseste Fahrzeug, was man haben kann, Leute. Also ich weiß nicht, ob es besser geht oder so. Okay, Leute, wir haben jetzt einen BMW, der ist richtig crazy, aber ich weiß nicht, ob es bessere Fahrzeuge gibt als das, Leute. Absolut keine Ahnung. Vielleicht könnten wir ja einfach, ich weiß nicht. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich glaube tatsächlich, wir haben es geschafft, Freunde. Ja, packen wir. Hey! Ah! Ah! Tua, was ist los, Mann? Was ist das da für ein komisches Ding? Hey, was für ein komisches Ding. Das ist das zweitbeste Motorrad der Welt, was ich habe. Du hast nur das Litbeste. Was redest du, Komi? Meins aussieht und deins. Das ist ein komischer Rad. Ja, meins kann nie platt gehen. Ja, bei dir? Meins auch nicht. Ja, glaubst du das? Meins ist besser. Was, wenn ich jetzt hier voll auf die Leifen ziehen würde? Ja. Hey, lass es mal. Hä? Hallo, lass es mal. Merkst du, meins ist besser, meins ist Melvin. Stimmt, du hast ja gar keine Reifen. Na gut, was willst du tun? Ey, Thorn, warte mal, du hast gerade gesagt, das ist das Zweitbeste. Was ist das Beste? Ja, das kann dir egal sein. Nein, ich will das Beste haben. Ja, du willst viel, aber wirst nicht liegen. Ja! Mann, Leute, ich weiß, wie ich ihn ärgere. Komm, mal ein kleines Battle. Um das Beste im Motorrad? Ja, nee, um das hier. Wer Gewinner kriegt vom Verlierer. Ja, du Schmalspiel, traust dich nicht mal, um das Beste zu spielen, nur weil meins besser ist. Okay, machen wir. Aber wenn du verlierst? Dann mache ich eine Woche lang dein Geschirr im Restaurant. So wenig für das beste Motorrad. Du bist für einen Monat lang mein Gehilfe, meine letzte Hand. Du musst alles machen, was ich dir sage. Ein Monat! Ja, okay, dann wohl. Ja, dann folgt mir. Ich zeig dir, was wir machen. Leute, scheinbar sagt Turner hat das beste Motorrad. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Aber wir gucken uns das Ganze mal an. Let's go. Hä, Turner, warum sind wir auf der Eisrampe? Ja, Wetter ist da oben, Saft. So, wir gucken mal, ich fange an. Okay, fange an. Ey, Leute, Turn ist ein Experiment-Noob. Ich fahre hier einfach links vorbei. Und dann gehe ich so. Ciao, Turn. Ey, meine Lutz ist voll. Ja, ich ciao. Hab kein Ding. Ja, wir sehen uns oben. Leute, wir schaffen es. Ey, bewegt uns. Hey! Turn?
ist er ins Wasser gefallen? Leute, ich hab's auch nicht ganz nach oben geschaut, aber auf jeden Fall höher wie Thuan. Thuan! Ja, ich bin im Fallschirm! Wo bist du? Oh, da. Thuan! Du hast verloren! Oh, die hat lecker einfach gesagt, selbst auf Eis kann er fallen! Aber das Ding ist, mein Motorrad ist jetzt kaputt wegen dir. Wo ist jetzt das andere? Warte ganz kurz, geh mal weg hier. Ja! Verdammt, das Motorrad. Jetzt schuldest du mir auf jeden Fall das andere. Na, von mir aus. Ja. Warte, ich geh's kurz holen, ja? Na gut, okay. Gib mir eine Sekunde. Okay, Leute, Thuan ist weggesprungen. Ich habe keine Ahnung, was er mir für ein Motorrad holt, Leute. Aber scheinbar hat er das krasseste Motorrad. Haben wir es wirklich geschafft, vom schlechtesten Fahrrad, beziehungsweise von einem Fahrrad, zu einem Gott-Motorrad? Wir hatten bis jetzt ein super OP-Zukunfts-BMW, Audi, alles. Aber wir hatten nicht dieses Gott-Motorrad. Mal gucken, was er uns bringt. Hey, Leute, Thuan, wo bleibst du? Er hat mich veräppelt, glaube ich, Leute. Was ist das? Hä? Er fliegt da. Aua! Thuan, geht's dir gut? Hallo? Bist du gerade geflogen? Ja, ich kann fliegen. Was? Das stärkste Motorrad der Welt. Das stärkste Motorrad der Welt? Steig ein. Okay. Na los. Gib Boost und flieg. Okay, ich geb Boost und flieg. Wow! 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 Das fliegt wirklich! Oh mein Gott, Leute! Das fliegt einfach oder gleitet so. Das ist ja mega nice. Und es hat Boost, Leute. Habt ihr gesehen? Alter, was ist das für ein Oh mein Gott, Leute. Wie krass ist das denn? Okay, Leute. Ich glaube, wir haben es wirklich geschafft. Alter, wer schießt mich ab, Mann? Leute, wir müssen hier los. Wir haben wirklich das gottreichste Motorrad. Vielleicht wird das irgendwo geklaut und jemand das hinter mir her. Aber lasst ein Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Weil wir haben es geschafft. Let's go!